Moin Moin, herzlich willkommen zu Road to Champion, zu Pokémon Schwert. Wir fangen Pokémon. Heute geht es endlich, wir fangen Pokémon. Es ist auch bitter nötig, obwohl wir in den letzten Teilen doch ziemlich viele neue Pokémon gekriegt haben. Dennoch müssen wir natürlich das eine oder andere Pokémon jetzt auch fangen. Dieses Pokémon hier brauchen wir tatsächlich zweimal. Jetzt mag der eine oder andere sagen, so von wegen, warte mal, das Pokémon gibt es doch in einer anderen Edition. Richtig. Und dass es Typ Boden ist, okay, habe ich kurz vergessen. Und dass es Typ Geist ist, ist natürlich klar. Deswegen habe ich es direkt besiegt, weil ich weiß nicht, ob wir irgendwie mit Belektro ansatzweise eine Chance haben, das zu fangen, weil das ist, glaube ich, nicht möglich. Also im Endeffekt brauchen wir dafür wirklich Lashoking, den wir jetzt erstmal heilen. Ich könnte theoretisch ins Pokémon Center laufen, aber ja, komm, ein Pokémon jetzt dafür. Warte mal, nee, Sprudel ist ein bisschen zu viel. Supertrank. So, da haben wir zwei. Ach, Diktri. Sorry, ich hab dich verwechselt. Diktri ist natürlich auch eine Geschichte für sich. Können wir fliehen? Dann. Diktri ist auch eine Geschichte für sich. Hier haben wir jetzt schon mal zwei. Bewegen. Lashoking. So. Gegen wen spielen wir? Kämpfen wir? Ah, wir kämpfen gegen das Pokémon, was in der Wiese sich befand. Gurgler. Den haben wir bereits. 100 Erfahrungspunkte. Abschlag! Na, einfach für Erfahrung. Wir wollen ja auch Carpador trainieren, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben Carpador in unserem Team. Tagesdieb. Tagedieb. KP-Auffüllung. Tendenziell ja, aber wir haben eine Wasserattacke, die brauchen wir. Wir haben ein, obwohl eine Wasserattacke brauchen wir nicht wirklich bei Lashoking, aber tendenziell ist das nicht sinnlos, eine Wasserattacke mitzunehmen. Tagedieb ist eine Heilungsattacke. Durch Mutiggang werden KP des Anwenders um 50% der maximalen aufgefüllt. Also tendenziell ist es eine Heilung. Gainer möchte ich sehr gerne behalten. Schreibt mal in die Kommentare. Sollten wir Surfer behalten oder Tagedieb nehmen? Tatsache, ich würde tatsächlich, also eher sagen 55% Surfer, 45% Tagedieb, weil Tagedieb ist eine tolle Attacke. Alleine für Kämpfe, die vielleicht ein böses Ende nehmen könnten. Wir haben ihn nur gedreht. So, nächstes Versuch. Nächster. So, diesmal machen wir das mit Gainer. Wir wissen ja jetzt, wie die Sache läuft. Level 31. So, schläfrig. Gürde, das ist natürlich schlecht. So, dafür hätten wir jetzt Tagedieb nehmen können. Aber gucken wir mal, wie viel jetzt Säure zieht. Oh Gott, das sieht ja gar nicht. So, Wirbler, auch nicht schön. Deswegen wollte ich, dass es einschläft. Danke. Aber mit Säure verteilt, zumindest kriegen wir die Verteidigung runter. Weiter Säure. Noch Verteidigung sinken? Nein, es schlägt weiter. Nochmal und dann sollten wir es eigentlich fangen können. Obwohl. Ja. Superball. Wir gucken mal. Wir können natürlich nochmal Säure versuchen, aber ich würde es schon jetzt versuchen wollen. Vielleicht klappt das. Und es. Na, manchmal musst du einfach auch ein bisschen drauf hoffen. So ein Ticken. Also, da ist es nicht. Carpador erreicht Level 15.
Papaduell Land Tackle! So, neues Pokémon. Seelen-Pokémon. Wie gesagt, das brauchen wir mehrfach. Aus gewissen Gründen. Welche Gründe das sein werden und warum und wieso und weshalb. Lasst euch überraschen. Ja. Ich habe mich gerade eben kurz gewundert, weil es hier gerade hier ganz komisch gepiept hat. Ganz komisch. Aber das habe ich jetzt in letzter Zeit öfter, dass es manchmal hier komisch piept. Deswegen wahrscheinlich muss ich mir tatsächlich eine neue Festplatte holen demnächst. Aber hey, das ist für euch vielleicht unrelevant. Für mich schon, aber für euch eher nicht. So, nächsten Supertrank. Wir haben ja jetzt gesehen, warum wir Gainer einsetzen müssen. Es ist ticken schlechter. Zwei Level schlechter. Bürde. So, machen wir trotzdem hier wieder die Säure. Das sollte eigentlich reichen. Trickschutz. Ja, klasse. Kann natürlich jetzt unnötig lang werden durch Trickschutz, weil eben jetzt seine Statuswerte nicht sinken können. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass das vielleicht dann noch schneller geht, aber nein, er soll das nicht. Ja, eben wegen diesem einen blöden Trickschutz, ne? Das ist eben dann auch, wenn du so welche Kämpfe hast, so manchmal sehr sinnvoll, wenn du eben einfach keine Statuswerte-Probleme kriegen kannst. Besser gesagt, also Statuswerte-Probleme schon, aber du kannst deinen Angriff oder Verteidigung kann nicht sinken. Ja, mach natürlich noch mehr. Mach natürlich. So, wieder Gainer. Wie gesagt, das müssen wir leider so langsam machen. So entspannt machen. Weil sonst kommt das eben, dass Lashoking hier komplett auf die Bretter geschickt wird. Eben durch zum Beispiel Bürde. Nein, nicht nochmal Gainer, verdammt! Zu schnell! Horrorblick, ja gut, dann ist es so eine Runde, die beide verschenkt haben. Dankeschön für nichts. Ach Mann. Danke für nichts. So, und jetzt können wir es versuchen zu fangen. Und zwar, wir haben letztens in einer der letzten Folgen einen Timerball geholt. Für so welche Kämpfe wie jetzt ist so ein Timerball natürlich sinnvoll. Tendenziell versuchen wir es aber dennoch jetzt mit dem Superball, weil der Timerball, ne, je länger der Kampf ist, desto effektiver ist er. Wir haben ja schon mit dem Finsterball schon zauberhafte Sachen erlebt, aber der Timerball ist auch eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Nächstes Pokémon. Wie gesagt, brauchen wir es für später. Ihr werdet sehen. So, Pokémon haben wir bereits, alles Grand King und weiter geht's. Das brauchen wir auch. Iguana. Auch hier Gainer. Die Problematik bei ihm. Ach shit. Die Problematik bei ihm ist die, es ist ein Elektro-Pokémon. Deswegen können wir auch Wangrubbler hier wieder vergessen. Deswegen müssen wir hier tatsächlich sehr viel mit Lashoking arbeiten und sehr viel mit Gainer. Die Säure jetzt ummietet. Voltwechsel. Was passiert eigentlich beim wilden Pokémon bei Voltwechsel? Gar nicht. Schön. Er schläft. Okay, dann können wir es jetzt versuchen zu fangen. Gucken wir mal, ob es gleich klappt. Gucken. Ob es gleich klappt. Jawohl. Guck mal an. Na, alles mit der Ruhe. Wir kriegen schon hin. So, Carpador erreicht fast Level 16 schon. Guck mal an. Also manchmal ist es auch einfach so, nimmst du ein Pokémon mit. Das trainiert sich selbst. Generatoren-Pokémon. So.
Fahrrad runter. Weiter mitnehmen. Drei Superbälle. Ja, ein Ball mit einer hohen Erfolgsquote. Bei einem Superball in allen Punkten überlegen. Dann müssen wir jetzt als nächstes Pokémon mit einem Ausrufezeichen finden. Nicht die beiden Pokémon, sondern eins mit einem Ausrufezeichen. Weil jetzt müssen wir Pokémon suchen, die es hier selten gibt. Hier zum Beispiel Hippopotas. Hippopotas. Auch ein Boden-Pokémon. Das ist nicht so selten. Oh, es kann Sandsturm. Das ist super. Ey, das möchte ich definitiv fangen. Sandsturm. Direkt, wenn es am Feld ist, kriegt es Sandsturm. Das ist gut. Andersrum hat es dann keine Dösigkeit, aber das ist dann halb so wild. Ich glaube, Dösigkeit ist die andere Effektivität. Die andere Effektivität. Wir sind schneller, ne? Wir sind schneller. Dann setzen wir einfach die Runde aus. War die richtige Entscheidung. Flasche kriegt Schaden. Und Hippopotas schläft. So, Surfer bringt ihn direkt um, würde ich mal sagen. Wir versuchen es wieder mit unserer Säure-Taktik. Jupp, das wird eine gute Sache. Okay. Na, da merkt ihr schon, warum ich eigentlich so ein Fan von Ghana bin. Unser Gegner schläft weiterhin. Wobei. Vielleicht ein Ticken zu früh. Wir gucken mal. Ganz. Jawoll! Hippopotas! Ab sofort bist du dabei! Carbotto Level 16. Sofort ist Hippopotas dabei. Ein Flusspferd, ein reines Boden-Pokémon. Deswegen ist Electro einfach wirklich tatsächlich momentan hier die völlig falsche Entscheidung. So, hier ist ein Doppelkampf. Hier ist ein Doppelkampf. Jetzt können wir mal das mit dem Doppelkampf-Ding zeigen. Was ich letztes Mal eigentlich zeigen wollte. Lashokin kriegt jetzt mal seine Pause. Zack. Um Pokémon besser zu verstehen, zu lernen, ist es auch wichtig, Kämpfe auszutragen. Zeit für eine ärztliche Untersuchung. Ich stehe nicht so auf Krankenschwestern. Tut mir leid. Vielleicht ihr da draußen, aber ich nicht so. So, ja, zwei interessante Pokémon. Die können wir definitiv beide besiegen. Sonnig. Machen wir erstmal Feuersäulen. Und wir nehmen Wassersäulen auf die andere Seite. Mal gucken, wie das denn nämlich aussieht. Feuersäulen wartet auf Kikilero, der mit Wassersäulen dasselbe macht. Das heißt, zack, auf der einen Seite Regenbogen, auf der anderen Seite. So, jetzt mögt ihr da draußen sagen, warum um Himmels Willen hat er das denn jetzt gemacht? Einfach um euch zu demonstrieren, wie es aussieht. So, wir nehmen Kehrtwende für Togetic. Das ist die Weiterentwicklung des Togepis. Wechseln. Zu Chimtrix. So, und vorher sollten wir jetzt eigentlich zu Ende rösten. So, Antikkraft. Ja, tut schon weh. So, Feuersäulen auf Togetic und Pflanzensäulen auf Togetic. Damit seht ihr ja die nächste Kombination. Feuersäulen und Pflanzensäulen finden eine Kombi und BAMS! Ja. So kann das manchmal funktionieren. So, jetzt ist nämlich so, dass das gegnerische Feld brennt. Natürlich hatte ich so ein bisschen darauf gehofft, dass es eventuell gleich als erstes so ist. Aber okay, wenn man überlegt, auf was man da hinausgehen möchte, ist es natürlich klar, dass das anders geht. Immer nur gut.
Aber wenn Pokémon verletzt werden, dann mache ich mir immer noch so unheimlich viele Sorgen. Mich interessiert brennend, was die Stärke von Trainern und Pokémon eigentlich ausmacht. Ja, euer Feld brennt. Ihr könnt euer Feld untersuchen. Das könnte. So, Backpackerin. Ich glaube, die war das, die. Guten Tag. Hallo, Backpackerin. Ich bin weit hierher gereist, um mir die Pokémon, die Arena Challenge live anzusehen. Und wo du gerade hier bist, könntest ich mir mal einen Arena Challenge aus der Nähe ansehen. Okay, Jana, Backpackerin. Karadon. Natürlich hätten wir jetzt versuchen können, hier mit Lasho King das zu machen, aber. So, nehmen wir mal den Fangrubler als erstes. Damit wir ihn erstmal auf die Bretter hauen. So, favorisiert. Porzer. Was für ein Porzer. So, Angriff und Verteidigung steigt. Das ist sehr schön. Dadurch, dass Funkensprung keine körperliche Attacke ist in der Hinsicht. Was? So, kann ich angreifen. Besser geht's nicht. Und dann knocken wir ihn. Dann war's das für dich. Och, schade. Einmal den Doppelten. Oh, der war schon, der zweite war schon bösartig. Der war schon, der war Volltreffer-like. Was er ja auch war. Sehr schön. Der Radon ist besiegt. Und Elektro kriegt KP, einen einzigen. Aber hey, einer ist besser als keiner. Und Carpador erreicht Level 18, unter anderem. Chimtrix Level 34 und Belektro hat auch nicht erreicht. Jana ist besiegt. Ich war noch nie so dicht dran am Geschehen. Das stimmt. Das wirst du wahrscheinlich auch in den nächsten paar Monaten nicht sein. So, da oben ist die nächste Backpackerin. Paddelfossile 2. Teil des Fossils eines Ur- Pokémon, das in grauer Vorzeit im Wasser lebte. Wie es zu Lebzeiten aussah, ist ein Rätsel. Ob das wirklich ein Rätsel sein wird, das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Denn das war's schon fast. Wir werden jetzt hier noch weiter gucken, ob hier noch irgendwas Episches dabei ist. Lingras, Lichthelm. Ausrufezeichen wäre nett. Dictry ist auch zwar toll, aber. Ja, da ausgedrängt. Nimm es mit! Jawohl! Haben wir doch direkt gefunden. So, ich glaube, ich bin mir gar nicht 100% sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Boden-Pokémon ist. Ich glaube, es war Stahl, deswegen geht es. Ja, es war Stahl. Okay. Ich war mir nicht sicher. Denkst du, Stahl, Boden? Nee, Stahl. Stahlkäfer, glaube ich, war das. So. Aber davon werden wir jetzt gleich uns überzeugen lassen, welchen Typ der hat. Ja, das zieht kaum was. Sehr schön. Biss. Und nochmal. Und dann werfen wir den Superball. Und dann. Das war ein schöner Himmel. Panorama-Himmel. Wupp, 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 die du. So, wir müssen definitiv gleich auch ins Pokémon-Center. Können wir gleich sonst mal, ich weiß gar nicht, ob wir das Footloch, ich glaube, das Footloch können wir uns jederzeit nutzen. Ja. Wenn wir das ausnahmsweise mal machen. Haben wir das nächste Pokémon? So, jetzt können wir gucken, ob es Käferstahl ist. Ich glaube schon. So, und jetzt kommt es, ist nun Stahl-Pokémon. Oder noch nicht mal ein Stahl-Pokémon. Es ist Käferstahl, siehst du wohl. Eisenameise ist es. Also so eine Eisenameise. Ja, die gibt's hier. Die gibt's hier und wir sind so gut wie eigentlich da hinten. Das Problem ist bloß das, dass ich schon gerne lieber wieder zurückfliegen möchte. Ja, den kurzen, knappen Flugweg. Wir können ja mit Flugtaxi die ganze Zeit hin und her fliegen. Weil wir A, neue Bälle brauchen, B, bisschen. Oh, machen wir 20. Primärbälle.
B auch noch wieder hier ein bisschen EP brauchen. Wir haben ja gesehen, Gaena ist schon so gut wie leer. Carpador freut sich seines Lebens, dass es dabei ist. Yeah, Carpador ist seines Lebens froh. Und ich hoffe, ihr seid auch eures Lebens froh, denn das war's für heute. Und wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann nicht. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.